Herzlich willkommen zur neuen Reaction. Sechs Jungs Blind Daten, es ist wieder unser Lieblingsformat und wir gehen direkt rein. Wer von euch war gestern alles feiern, Jungs? Nee, gestern nicht. So halb. Nee. Doch, ja. Ein bisschen. Nummer 6? Ja. Okay. Ja. So halb und ein bisschen, perfekt. Okay, hast du denn Fragen für die Jungs, um ein bisschen zu filtern? Ja, mir ist gerade spontan eine Frage in den Kopf gekommen. Sehr philosophisch, diese ganzen Füße, die ich hier sehe. Ich würde gerne wissen von euch, wo seid ihr mit diesen Füßen entlang gelaufen? Welcher Ort war für euch der schönste, den ihr je gesehen habt, wo ihr immer wart? Okay, fangen wir bei Nummer 6 an. Ich würde sagen, auf Hawaii am Strand. Schön die Sonne genießen, warmer Sand. Aber am Strand ist er doch nicht mit Schuhen lang gelaufen, vor allem nicht mit denen, oder was will der uns hier verklickern? Runde 2. Also, was hier gerade passiert, ist viel mehr als nur Hosen. Wir sehen auch Hände. Das ist auch sehr wichtig. Oh, stimmt. Boah, ich finde, das sieht irgendwie cool aus. Also, ich finde, die 4 hat eine coole Hose, die 5 hat eine coole Hose, 6 nicht. Magst du Tattoos? Also, fühlst du Tattoos sehr oder fühlst du Tattoo mittel oder fühlst du wenig? Schon sehr, oder? Ja, na klar. Ich habe euch doch gestern noch selber tätowiert. Was ist für euch, sagt es gerne in einem Wort oder in einer Phrase, was ist für euch eine Red Flag bei einer Frau? Scheiße Laberei. Einfach Lügen. Lügen, okay. Nummer 3? Kontrollzwang. Okay, Nummer 4? Schwierig. Schwierig sein. Lästern. Ja. Okay, er macht eigentlich, macht jeder, ne? Also irgendwo macht es jeder. Ich glaube Leidenschaft, wenn diese Person keine Leidenschaft für irgendwas hat oder das irgendwie, oder Selbstbewusstsein. Ich finde, also es ist für mich so ein bisschen Red Flag. Okay. Wenn man selbstbewusst ist. Nummer 6. Ich hätte jetzt auch Kontrollzwang gesagt, also so, dass ich nicht ich selbst sein kann. Also ihr braucht euer... Der Kontrollzwang ist doch so, wenn man irgendwie aus dem Haus geht und dann denkt man hat irgendwie den Ofen angelassen, geht man zurück, dann macht man Bilder und so davon. Oder? Ist doch dieses das ist doch Kontrollzwang, oder? Ich so, cut. Nummer 4? Tschüss. Oh mein Gott! Katre war die einzige Zeit, die ich, also die in Frage gekommen wäre. Französisch spricht und so? Ja, ich mag seine Der ist bereit, der macht Sport und so. Dieser Sport, der. Was meint die nicht? Pants. Okay, Nummer 4. Du wurdest leider rausgewählt. Wegen deiner Hose, ich sag kurz, wie ist. Ja, soll man doch oder nicht? Alright. Hallo. Hey. Bist du wie heißt du? Martin. Hallo. Macht er. Es geht, Genie. Runde 3. Ihr seid mit eurer Freundin und ihr habt so einen kleinen, unnötigen Streit. Aber ihr streitet euch. Definiere unnötigen Streit. Ja, auf den ist es jetzt, das Thema ist nicht so deep. Es ist eigentlich eine Kleinigkeit, aber es ist trotzdem irgendwie relevant gewesen. Ihr streitet euch und als nächstes geht jeder irgendwie kurz weg. Ihr beruhigt euch irgendwie beide. Und dann so nach 1-2 Stunden oder so kommt ihr wieder zu. Ich finde diesen Effekt mit diesem Hall voll gut irgendwie. Zueinander und erstmal, ihr merkt, okay, der Vibe ist jetzt wieder chillig, kein Stress mehr in der Luft. Würdet ihr jetzt das Gespräch nochmal aufgreifen und nochmal sagen, ey, über eben, lass nochmal drüber reden? Oder würdet ihr jetzt einfach so tun, als wäre nichts passiert und alles unter den Teppich kehren? Ja. Okay, also anhand dieser Fragestellung merkt man genau, was sie jetzt am liebsten hören wollen würde. Von daher, Boys, am besten einfach kurz Gehirn anstrengen und darauf antworten, nein, ich würde gerne noch auf dich zukommen und dann noch 3 Stunden lang weiter darüber reden, was gerade war. Ja, also das Gespräch auf jeden Fall nochmal aufnehmen, aber vielleicht einfach erst, nachdem man dann gechillt hat und dann abends in Ruhe. Also in 4 Wänden oder wie auch immer. Mhm. Ich hätte es halt direkt angesprochen, dann ist die Sache geklärt und kann einfach weiter chillen. Okay, Nummer 5? Ich glaube, ich hätte sie erstmal in den Arm genommen, so als sicherheitmäßig und dann hätte ich direkt erstmal das Gespräch gesucht, weil ich mag das nicht so vom Schlafen gehen, Streit zu haben. Nummer 6. Ich würde sagen, auf jeden Fall auch das Gespräch suchen, weil die Sachen müssen geklärt werden. Es ist auch so klar, dass niemand sagt, nö, ich würde es gerne unter den Teppich kehren lassen. Keine Könnt ihr Ahnung. Tanzen? Ja. Nummer 6? Ja. Was tanzt? Eher Drill. Auf Drill. Tanz mal? Tanz mal auf Drill. Soll ich jetzt sturdy werden? Oh, okay. Mach mal kurz. Das okay. Okay, Nummer 5, tanzt du mal, wie du tanzen würdest jetzt. Warte, Nummer 5. Ich finde es richtig geil. Eigentlich muss ich von beider Gruppe von beiden Gruppen muss noch einer drinne bleiben. Ich mache jetzt einfach so. Nummer 2. Ja, sicher. Ich würde. Nein.
Nummer 3 würde ich rauswählen, safe, weil er meinte auch bei dieser Umarmung so, ja, okay, wenn es sein muss, haha. Ja, Max, okay. Der Typ. Hi, ja. Ja. Hi, Cedric. Freut mich. Ja, auch. Hättest du das erwartet, okay, dass so geile Face-Tats bei rumkommen? Geil, Alter. Runde 4. Der hat auch voll viele Tattoos, Nummer 3. Mein Blick, ja, die Tattoos, also, aber egal. Du darfst so anfassen, alles. Auf jeden Fall, ich wollte nur sagen, so, du bist aber nicht so groß. Kann das sein? Nö, ist okay. Bist du so auf den so petit Mob? Geile Antwort, muss ich mir merken. Nächstes Mal, wenn ich gefragt werde, Amanda, wie groß bist du eigentlich, sage ich, ist okay. Was ist denn, worauf achtet ihr denn bei einer Frau, wenn ihr eine Frau kennenlernt? So, aber ich glaube eher Vibe. Einfach wenn es vibet, Alter, und die Energie krass ist, so, dann läuft es von selbst. So, man muss, glaube ich, gar nicht auf ganz vieles achten. So. Also irgendwie wirkt er mir so ein bisschen schnullihaft. Wisst ihr, was ich meine? Wie so ein wackelnder Schnulli. Es läuft einfach. Okay, Nummer 3. Also die sollte auf jeden Fall humorvoll sein, weil ich rede gerne viel. Humorvoll, weil ich rede gern viel. Soll die über Aussagesätze lachen oder was? Body Count. Nummer 5? 6. Okay, Nummer 3? Kein Kommentar. Stark, auch gut. Sehr gut. So, liebe Freunde, wir sind im Finale angekommen. Genie hat schon erwähnt, du würdest ihn auf gar keinen Fall daten wollen, obwohl du nicht Gesicht gesehen hast. Ich weiß es nicht, aber meine Initial Energy. Aber gib ihm Chance. Ja, gib ihm Chance und so. Der Gewinner. Nummer 5, wie heißt du? Cäsar. Cäsar darf einmal jetzt nach vorne kommen. Was geht? Was Papel? Genie. Hi, Tini. Habt ihr euch gerade Hand gegeben? Ja. Ja, okay. Wir haben uns nochmal dir Hand gegeben. Ich sag ehrlich, irgendwie passen die doch zueinander. Interessante Sache. War lustig. Chat, irgendwann will ich mal, dass ihr euch da bewerbt und dann können wir euch mal anschauen in dem Video. Auf jeden Fall geil.